Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Unglaubliches ist das letzte Mal passiert. Ich finde kaum die Worte, um das zu beschreiben, um diese Achterbahnfahrt der Gefühle zu beschreiben. Superlative sind wirklich angebracht angesichts dessen, was da passiert ist. Ich will das nochmal in Erinnerung bringen. Ich will es versuchen zu ordnen. Also, wir haben einen Krieg geführt hier gegen zwei dalmatische Stämme. Der Krieg verlief äußerst günstig für uns. Kurz vor Ende dieses Krieges, er ist immer noch nicht vorbei, kam plötzlich ein Paukenschlag, und zwar hat die Großmacht Phrygien uns den Krieg erklärt. Der damals noch lebende Herrscher, sein Vater Antigonos war es. Wir hatten das lange befürchtet, wir haben einiges diplomatisch unternommen, damit das nicht geschieht, aber es ist dennoch geschehen. So, und 3 oder 4 Monate nach dieser Kriegserklärung, wir konnten noch nicht reagieren sinnvoll. Die phrygischen Armeen sind aber schon losmarschiert, haben erste Städte hier in Ionien belagert und in Hellas auch. Wir sehen diese Armeen hier noch. Und 3 oder 4 Monate nach dieser Kriegserklärung ist dann dieser Herrscher gestorben. Und dann begann offenbar ein phrygischer Machtkampf zwischen den Erben. Wir wissen nicht genau, was dort geschehen ist. Wir wissen nur, derjenige, der Haupterbe, der es eigentlich sein sollte, hier Demetrios, der sitzt im Gefängnis. Mit ihm ist unsere Schwester verheiratet. Das war so ein bisschen unsere Trumpfkarte. Irgendwas ist passiert. Auf jeden Fall muss es wohl ein großes internes Durcheinander geben in Phrygien, was dazu geführt hat, dass der jetzige Herrscher Antigonos III. Auf Teufel komm raus mit uns Frieden schließen wollte, ganz offensichtlich. Und weil wir natürlich durchaus mit den Makedoniern auch mächtige Verbündete hatten, hatte er vermutlich Angst vor einem aufreibenden langen Krieg und hat sich dazu entschlossen, uns hier große phrygische Gebiete abzutreten. Und zwar diese zwei großen Provinzen Lycien und Mylias, die große Provinz Ionien und ganz Hellas. Somit gehört uns jetzt auch Athen und nicht nur Athen, sondern auch Ephesos und hier unten die große Stadt Myra. Also unglaublich, was wir hier dazu gewonnen haben. Vielleicht kann man sogar von Pops und Territorien fast von einer Verdopplung sprechen. Ich weiß es noch nicht genau. Aber es ist wirklich ein enormer Machtgewinn, den wir jetzt natürlich nutzen müssen und den wir jetzt vernünftig verwalten und in unser Reich integrieren müssen. Das wird jetzt die Aufgabe sein. Wir haben da einiges vor uns. Wir müssen uns relativ genau angucken, was wir dort bekommen haben und wie wir das jetzt vernünftig gestalten. Wir haben aber natürlich auch noch einen Krieg hier zu beenden und ich würde vorschlagen, damit wir irgendwie jetzt hier einen sauberen Schnitt machen können, beenden wir erstmal den Krieg. Ich nehme jetzt im Moment noch keine einzige Handelsanfrage an, weil wir vor allem auch auf Kreta selbst noch die Handelsrouten wieder neu definieren müssen. Und da will ich sozusagen mir alle Optionen offen halten. Also lasst uns erstmal diesen Krieg hier beenden, den wir hier gerade führen. Wir werden mal diese Söldnerarmee hier nochmal in die Richtung schicken. Nicht, dass es da noch irgendeinen weiteren Ärger gibt. Ja, jetzt kommen natürlich diverse Handelsanfragen. Blöderweise, ach Gottchen, jetzt belagern die dort mal die Festung. Nee, wir müssen da nochmal hin, das hilft nichts. Wir müssen da nochmal hin. Aber stopp, wir müssen überhaupt nicht hin, wir haben die 100%. Wir können hier Frieden verhandeln, das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, wir wollen alles und das müsste dementsprechend auch funktionieren. Ja, das war das Kriegsziel und damit können wir das hier abschließen. Und ich bin ein bisschen am Überlegen, ob es nicht mal wieder Zeit ist, eine neue Familie zu integrieren. Denn ja, wir wachsen und wir brauchen immer mehr Leute für unsere Armeen als Generäle, als Admiräle, als Gouverneure. Und wir merken, dass wir so ein bisschen Mangel schon haben an wirklich kompetenten Leuten. Und aus diesem Grund will ich mal schauen. Ich glaube, das war das größere Land. Da hoffe ich auch, dass sie die meisten Leute in ihren Familien haben. Deswegen werden wir hier mal die Elite verbannen und hier wollen wir mal anschauen, wen wir denn hier haben. Also, da haben wir eine relativ große Familie, auch groß. Gut, das sind natürlich alles irgendwie Stammesleute, aber scheint hier keinen großen Unterschied zu machen. Von den Anführern vielleicht mal
ausgehend. Gut, ich meine, das sind alte Leute, die haben keine Zukunft, aber hier haben wir zum Beispiel einen 13er. Das ist schon mal enorm. Die Vendiden, wollen wir die vielleicht nehmen? Wir sehen natürlich an ihren Amtsträgern, was für gute Leute sie haben. 4, 4, 3, ja, die hatten 5. Tja, Leute, die Senekiden, der ist 81. Oder die Vendiden. Mir gefallen die Vendiden irgendwie besser, warum auch immer. Nehmen wir 15 Mitglieder. Hier sehen wir es nochmal. 15, 15, 18. Wir nehmen die Vendiden. Okay. Alles klar. Der Rest wird gekreuzigt. So einfach geht das. Gut, jetzt ist hier Frieden geschlossen und jetzt geht es los. Unsere Armeen schicken wir erstmal hier nochmal hin zum Hafen. Die bringen wir natürlich zurück. Aber jetzt beginnt die große, ja, die große Integration und die Beschäftigung mit unseren neuen Gebieten. Als erstes fangen wir aber an mit Kreta selbst, denn es geht hier um die 4 Handelsimportrouten, die wir noch einrichten können. Und hier geht es vor allem um den Hauptstadtüberschuss. Und das ist das Allerwichtigste, meines Erachtens, weil die Boni wirklich fett sind. Das muss gut überlegt sein. Und ich habe schon ein bisschen vorüberlegt, kann ich schon mal ankündigen. Ich werde Tonwaren wieder nehmen. Das bringt uns nämlich 5% Forschungspunkte. Enorm wichtig. Ja, und zwar aus dem eigenen Gebiet sogar. Das ist nämlich der Vorteil, dass wir jetzt noch nicht so viele Handelsrouten gewissermaßen abgeschlossen haben, dass wir jetzt aus unseren eigenen Gebieten auch den Überschuss organisieren können, wenn der uns in den Kram passt. Okay, soweit dazu. Dann geht's weiter. Dann werde ich noch Eisen nehmen, um den Überschuss. Also bei den Tonwaren, da ging es mir jetzt nur um den normalen Bonus, nicht um den Überschuss. Bei den Eisengeschichten geht es mir um den Überschuss Disziplin plus 10% bei der schweren Infanterie. Das ist super und das werden wir auch aus den eigenen Gebieten holen. Ist aber völlig in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Hier ist der Überschuss viel wichtiger, der Bonus, als das bisschen Geld, was man da verdient. Okay, Holz will ich auch gerne als Überschuss haben. Das bringt nämlich Baugeschwindigkeit plus 50%. Wir werden für Schiffe, wir werden, glaube ich, unsere Flotte deutlich erweitern müssen. Auch das kommt aus unseren eigenen neuen Gebieten, was okay ist. Und zu guter Letzt will ich gerne Stein haben. Ich glaube, mit uns handelt im Moment keiner, weil unsere aggressive Expansion so hoch ist, dass ja die diplomatischen Verhältnisse schwieriger geworden sind. Deswegen müssen wir mit uns selber handeln. Stein will ich nehmen wegen. Halt, stopp mal. Ah, da kriegen wir gar keinen Überschuss. Das ist dann natürlich doof. Ich dachte, das wäre Stein. Das ist aber Marmor. Ich bin an den Überschuss interessiert, Baukosten, aber wir haben nur noch eine Route frei. Deswegen ist das Quatsch. Oliven haben wir schon, Wein auch, Fisch auch. Das passt also nicht. Dann müssen wir von hier unten eins nehmen. Papyrus wäre möglich, bringt Ziviltech Forschungsgeschwindigkeit. Marmor wär möglich, bringt Reduzierung der Tyrannei. Haben wir eigentlich nie ein Problem mit im Moment, ne? Null. Glas bringt Religion. Machen wir mal Papyrus einen Überschuss, dann sind wir in dem Bereich schneller in der Forschung. Okay, dann haben wir das erstmal gemacht. Sehr schön. Und dann geht es jetzt weiter, indem wir uns mit den neuen Provinzen beschäftigen. Und fangen wir mal hier an. Also, Kilikien, diese Großregion braucht erstmal einen neuen Gouverneur, einen neuen Statthalter. So, und hier haben wir schon jemanden von den Vendiden. Das ist doch schon mal ganz gut. Sehr loyal. Verachtete Familie, wohltätig, plus 10% Sklavenzufriedenheit. Perfekter Mann. Ja, sehr schön. Hat sich doch schon gelohnt, die zu integrieren. Machen wir. Okay. So, und jetzt bleiben wir mal hier und schauen uns an, was wir hier dazu gewonnen haben. Also die Provinz Lycien. Wir haben eine große Stadt Myra. Das ist interessant. Wir gucken uns mal die großen Städte an. Telmessos ist hier mit 28 Pops und Los. Ist, glaube ich, ist das auch eine Stadt? Ist auch eine Stadt. Alles klar, mit 18 sind da hinten, das ist dann schon Sklavengebiet. Das sind die drei großen Städte, so wie es aussieht, hier in diesem Bereich. Gut. Wie sieht es aus mit der Nahrung? Oh, plus 24, überhaupt kein Problem. Dann mit den Gebäuden beschäftigen wir uns später. Das ist noch nicht so ein Thema. Loyalität scheint auch kein Problem zu sein. Das heißt, hier können wir jetzt die Importe beschließen. Und das sollten jetzt allerdings externe Importe sein, weil hier mir der Überschuss jetzt nicht so entscheidend ist. Für mich, jetzt gucken wir mal, da müssen wir jetzt irgendwas finden, was
Ja, das ist alles Ionien. Ich fürchte, wir haben überhaupt gar keinen Handel mit anderen Ländern. Ich weiß gar nicht, kriegen wir dort auch. Ja, wir kriegen dort auch einen kleine Einnahmen, wenn wir mit uns selbst handeln. Ja, aber das finde ich nicht so schön, weil wir natürlich dann der Provinz, wo das herkommt, dem Territorium, den Überschuss wegnehmen und der kann wiederum ja mit ausländischen Mächten handeln. Insofern ist das keine gute Sache. Wir gehen hier nochmal durch, ansonsten lassen wir das einfach offen. Das wird sich regulieren, wenn wir später. Ah, hier, Makedonien wäre möglich. Glas, das machen wir dann mal. Halten wir deutlich mehr, ihr seht es, 0,4. Okay, immerhin eine von zwei. Den Rest, den hatte ich ja durchgeguckt. Das wird sich mit der Zeit hoffentlich erledigen. So, meines Erachtens, ach so, eine Sache müssen wir hier noch checken. Wo sind hier, gibt es hier Festungen? Und wenn ja, wo sind sie? Im Moment sehe ich sie gerade nicht. Es scheint hier in dieser ganzen Region keine einzige Festung zu geben. Das wiederum gefällt mir nicht. Da sollten wir was tun. Wir gucken mal, das sind Ebenen, dass wir hier eine schöne Gegend finden. Hügel. Also ich finde, jede unserer Provinzen sollte eine Festung haben. Tja, machen wir sie in die größte Stadt. Hier ist nichts frei allerdings. Wir könnten natürlich hier irgendwo mal schnell zwei Sklaven reinholen, dann hätten wir einen Bauplatz. Das wäre eine Möglichkeit. Ich mache das mal, ohne ganz genau zu wissen, woher ich sie jetzt hole. Ich hoffe, ich mache da keinen Mist. Wir holen sie mal aus Koma. Eins und einen aus Podalien. Und jetzt müssten wir eigentlich hier einen Bauplatz haben. Und jetzt werden wir hier. Wobei, ich sollte mit dem Geld ein bisschen aufpassen. Aber. Kostet uns 33,5. Das hält sich ja nun sehr in Grenzen. Das können wir hier nochmal bauen, dann haben wir das schon mal erledigt. Okay, das wäre das. Dann gucken wir uns die andere Provinz hier an. Mylias. So, hier haben wir jetzt schon unseren Statthalter. Wir müssen nachher auch nochmal die Gouverneurspolitiken checken. Aber das werden wir dann sehen, wenn. Da warte ich nochmal ein bisschen, bis der Handel richtig läuft. Dann kann man das bisschen besser einschätzen, was man da macht. Gut, was haben wir hier? Hier haben wir nicht so große Städte. Hier haben wir Termessos da hinten. Und das war's, glaube ich, auch mit den Städten, so wie es aussieht. Ne, da ist noch eine Stadt. Tabai. Okay, und hier auch. Ne, hier gibt es doch mehr Städte, als ich dachte. Auch vier Städte. Und hier sehe ich gerade, wird eine Festung gebaut. In der Ebene. Das ist doof eigentlich. Das würde ich gerne abbrechen, diesen Bau. Können wir das? Ja, das können wir. Das will ich hier nicht. Allerdings, von der Sache her ist das schon gut und richtig, dass wir das machen. Hier haben wir Hügel. Hier haben wir auch eine Ebene. Aber ich finde es gar nicht so schlecht, hier an der Grenze das zu bauen. Oder vielleicht an dieser Grenze. Das finde ich auch ganz gut. Das gefällt mir. Wir bauen hier. Ah, hier fehlen uns auch zwei Bewohner. Die werden wir auch nochmal umsiedeln. Zwei Sklaven irgendwo aus dem Hinterland. Nehmen wir mal aus Isinda zwei und dann bauen wir hier ebenfalls eine Festung auf. Da passt sie besser. Wie sieht es hier aus mit der Nahrung? Plus 15, kein Problem. Und Import ist hier nicht nötig, weil wir hier keine Handelsrouten haben. Loyalität steigt auch kein Thema. Gut. Beziehungsweise hier können wir schon mal gucken. Statthalterstrategie gefällt mir hier eigentlich nicht so richtig. Grenzland, ja, aber hier könnte mehr drin sein. Ich würde sagen, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Oh, schaut mal, hier 72 Persisch. Hier ist ganz wichtig, dass wir die kulturelle Assimilation starten. Dann werden wir das hier mal einrichten. Das ist hier. Das müssen wir hier übrigens auch nochmal gucken. Hier sieht es ein bisschen besser aus, aber auch hier wäre kulturelle Assimilation, glaube ich, das Richtige. Wobei die Steuereinnahmen sind hier schon fett. Wir lassen es erstmal so. Wir lassen es erstmal so. Okay, die beiden haben wir erledigt. Dann, das ist ja alt und bekannt. Hier hat sich, glaube ich, auch nichts weiter geändert. Das ist soweit gut. Nahrung ist auch im Plus. Wie sieht es hier aus? Nahrung ist auch im Plus. Kein Problem. Sehr schön. Und hier haben wir fünf Importrouten. Wahnsinn. Ephesos, eine riesige Stadt. Miletos, auch dabei. Richtig, kennen wir ja schon. Es war schon unsere gewesen. Samos, hier eine große Stadt. Alinda, Smyrna. Ja, fünf große Städte hier.
vom Feinsten, würde ich mal sagen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir hier möglicherweise irgendwo. Aber es wird aufs selbe hinauslaufen, ehrlich gesagt. Ich habe da keine große Hoffnung, dass wir irgendwie mit ausländischen Mächten handeln können im Moment. Nee, das sind dieselben Angebote. Eigentlich ist es Quatsch, dass ich das nochmal checke. Wir müssen einfach Geduld haben und abwarten. Ja, die Sache ist durch, das brauchen wir uns nicht angucken. Hier schaue ich aber auch nochmal nach den Festungen. In Miletos haben wir ja eine. Ja, aber tatsächlich noch eines der Weltwunder, glaube ich, ne? Eines der besonderen Gebäude, das ist schon bemerkenswert. Jetzt haben wir Rhodos, Halikarnassos und auch noch Ephesos. Hier haben wir eine Ebene. Aber ich würde gerne diese große Stadt schon mit einer Festung gerne schützen. Smyrna liegt in den Hügeln an der Grenze, wäre auch ein schöner Ort. Ah, hier fehlen uns aber einige Bewohner. Können wir hier irgendwas abreißen, was wir hier nicht brauchen? Theater. Forum Freie Männer, das ist schon ganz gut. Akademie ist hier eigentlich unsinnig, ehrlich gesagt. Die Gießerei ist noch unsinniger, weil wir hier nichts. Also die Gießerei können wir abreißen. Die werden wir zerstören. Und dann mache ich tatsächlich doch hier eine Festung auch noch hin. Eine schöne Grenzfestung dort. Das gefällt mir. So, dann hätten wir das. Und dann schauen wir hier hin nach Hellas. Okay. Wie sieht es erstmal aus mit der Nahrung? Gut sieht es aus. Da sind wir deutlich im Plus. Hier ist natürlich auch fast alles hellenisch. Hier auch hellenisch. Das ist wunderbar. Da brauchen wir nichts tun. Wir haben Chalkis als neue riesige Stadt mit 44 Pops. Wahnsinn. Athen gar nicht so groß, aber immerhin mit Edelmetallen. Theben. Thebai. Das ist, glaube ich, nicht das Theben. Ja. Das war es, drei große Städte. Hier wollte ich ja selbst eine Stadt machen. Ich frage mich, ist die Festung hier noch nötig? Wir haben jetzt hier einige. Oh, wir haben hier wahnsinnig viele Festungen. Das ist meines Erachtens völlig unnötig. Ich würde mal sagen, diese Festung kann weg. Die werden wir abreißen. Kostet ja alles Festungsunterhalt, ne? Muss man bedenken. Chalkis sollte meines Erachtens eine Festung haben. Ist hier so ein entscheidender Punkt. Und dann ist diese Festung, die wir gebaut haben, auch überhaupt nicht mehr nötig, meines Erachtens. Und wir sollten hier auch die Provinzhauptstadt wechseln. Also die werden wir hier auch abreißen. So, wir haben noch 154. Ja, ich würde gern die Provinzhauptstadt hier hin wechseln. Aber wir müssen uns im Frieden für diese Aktion befinden und das befinden wir uns noch nicht. Das heißt, da muss ich noch später nochmal dran denken. Die Festung Athen lassen wir so aus historischen Gründen. Diese bedeutsame Stadt soll weiterhin eine Festung behalten. Das ist in Ordnung. Und dann, warte mal, das ist aber jetzt, ist das auch schon noch unser Gebiet? Nee. Das ist Ägypten oder was ist das? Tatsächlich, alles klar. Ja, wir sollten vielleicht mal wieder auf die politische Karte gehen. Wobei Ägypten hat die gleiche Farbe wie wir. Das ist wirklich ätzend. Ja, ein Graus. So, jetzt diese neuen Provinzen, auch wichtig. Also, hier brauchen wir tatsächlich einen neuen Statthalter, Provinz Daorsien in Illyrien. Wen nehmen wir dort? Wir haben hier einen, der hat eine schlechte Loyalität, ist aber ganz talentiert eigentlich, bescheiden. Der ist 16. Und ein Monarchit. Hier haben wir eine verachtete Familie, die würden wir vielleicht noch ein bisschen zu uns rücken, aber 5 ist nicht so tolle. Ich glaube, ich nehme den hier, den Bescheidenen. Der hat natürlich hier wirklich mit 19 Loyalität sehr wenig. Das wird erstmal ansteigen. Aber wisst ihr was? Wir werden ihm einfach mal ein Besitztum gewähren. Warum nicht? Das bringt ihm 20 Loyalität einfach einmalig. Ich frage mich, finden wir irgendwas, was hier in diesem Gebiet wäre? Das wäre eigentlich ganz cool, aber ich habe keine Ahnung. Ah, schaut mal, hier sehen wir das ja. Also es geht um Daorsien. Mal gucken, ob wir hier was haben. Das würde dann irgendwie ganz gut passen. Haben wir aber nicht. Dann kriegt er irgendwie, oder? Ja, es geht noch weiter. Dann kriegt er von mir aus was in Lyzien. Kein Problem. So, damit hat er 20 Loyalität gewonnen. Und das heißt, jetzt können wir ihn meines Erachtens mit gutem Gewissen hier einsetzen für diese Aufgabe.
So. Hier wäre auch ein Import möglich. Wir lassen es. Provinz Nahrung sieht im Moment schlecht aus, aber das hängt, glaube ich, mit unseren Truppen zusammen und mit den kriegerischen Ereignissen hier. Das muss uns nicht nervös machen. Wie sieht es aus mit den Festungen? Wir haben jetzt zwei Festungen. Die Belagerung ist eigentlich keine mehr. Wir lassen mal ein bisschen weiterlaufen, dass sich das alles hier einläuft. Wir haben hier Ackerland und hier oben Wald. Ich würde sagen, diese Festung kann weichen. Die brauchen wir hier nicht. Die werden wir vernichten. So. Es waren ja früher zwei Länder, deswegen war das nötig. Das ist soweit in Ordnung, dort eine Festung zu haben. Okay, dann habe ich das Gefühl, wir haben jetzt erstmal die wichtigsten Aktionen durchgezogen. Es war klar, dass das ziemlich lange dauern wird. Mit der Nahrung, das Problem sollte beseitigt sein. Wir haben nur einen illoyalen Charakter, interessiert uns auch nicht. Die Hippostratiden sind noch unzufrieden. Die Unterstützung ist auch irrelevant. Jetzt ist die Frage, können wir das hier noch machen? Sieht so aus, ja. Okay, das heißt, das nächste, was wir noch tun, ist die Söldner nach Hause bringen und dann beginnt jetzt erstmal hoffentlich, also so würde ich es denken und planen, hoffentlich eine längere Friedenszeit, die wir wirklich benötigen. Passt die Armee darauf? Ja, passt sie, glaube ich, gerade so. Hervorragend. Gut, dann schicken wir, denke ich mal, eine der Armeen hierhin. Ich würde mal sagen, nach Halikarnassos. Und die andere Söldnerarmee. Das ist, glaube ich, die größere, ne? Dann machen wir es andersrum. Also, diese kommt wieder nach Kyrenaika. Und die andere dort nach Kleinasien. Und wir brauchen auf jeden Fall, das müsste das nächste sein, wir brauchen mehr Truppen. Mit diesem Land- und Machtgewinn müssen wir auf jeden Fall unsere militärische Macht ausbauen, damit wir kein Opfer sind. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, es wird relativ genau beäugt, wie stark wir sind. Und je stärker und je mehr Armeen wir im Sold haben, umso, ja, umso mehr überlegt man sich das, ob man uns angreift, umso weniger traut man es sich, würde ich mal behaupten. So. Okay, was ist hier? Ah, wir bekommen einen wunderbaren Exportbonus, wenn wir Holz exportieren. Hervorragend. Machen wir. Ja, unsere Einnahmen müssen natürlich jetzt wieder steigen. Was wir auch noch machen können, den Festungsunterhalt wieder reduzieren. Und wir sind bei plus 25. Das ist eine wirklich solide Basis und das wird noch wachsen, wenn die ganzen Handelsrouten laufen. Dann wird sich das richtig, richtig lohnen. Und wir werden am Beginn der nächsten Folge, denke ich, nochmal schauen, dass wir die Gouverneurspolitiken dann ändern, wenn uns das dann möglich ist, weil da können wir auch noch ein bisschen was reißen. So, jetzt kommen hier noch weitere Handelsrouten, die wir annehmen. Neuer Exportbonus und als Kostenarmeen minus 2,5% sehr gerne genommen. Gut, liebe Leute, damit sind wir erstmal wieder auf dem Stand der Dinge. Wir werden jetzt ein kleines Polster ansparen und dann, denke ich, langsam aber sicher mit dem Gebäudebau beginnen hier in unseren Territorien, also mit dem Umbau, um uns hier noch ein bisschen besser aufzustellen und natürlich auch mit dem weiteren Ausbau unserer Armee. All das also in den nächsten Folgen. Bis dahin macht's gut, euer Steinwallen.